So, hallo. Wir machen weiter. Bei Ice Repentance. Es ist eine Stunde her, dass ich den Bosswasch mit Forgotten aufgenommen habe. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgeschaut auf Platinum God, was denn alles notwendige Unlocks sind mit Isaac and his Forgotten. mother Und ich lived hatte ja alone auch in a schon small mal house in auf Eden. Isaac himself, drawing pictures and playing with Oh his Gott. toys as his mom Auf. was. Der Christian quatscht mir die ganze Zeit broadcasts rein. Ich on kann mich nicht television. konzentrieren. Halt mal die Klappe, Kollege. Life was simple. Du Sir, hallo. And they were. Danke. Ich hatte ja auch auf Twitter von Aggressor mal so eine Liste bekommen, was alles gute Unlocks sind. Und wait. Wo ist die Liste? Wait, das ist sie nicht. Hä, da reden wir über Pantheon. Wo bin ich denn gelandet? Hilfe. Okay, da bin ich, da bin ich. Genau, da hat er die nämlich auch notiert. Also ich würde auf jeden Fall Ultra Greedy als erstes machen. Da gibt es nämlich Dead's Wing für. Und Dead's Wing ist ein cooles Item. So, mehr sage ich nicht. Ich habe gelesen, was es macht und ich will es haben. Deswegen Greedier Mode mit Forgotten. Und was wir auch machen müssen, wir müssen auf hart bis zum Herzen spielen und das Herz schaffen. Das müssen wir auch mit Forgotten schaffen. Ansonsten sind Hard Completions nicht zwingend notwendig. Ich meine, es gibt natürlich ein Achievement für alle Hard Completions, aber die machen wir natürlich nicht. Also schaffe ich nicht, kann ich knicken. Alleine hier mit solchen Charakteren wie Keeper und Lost, Hard kann ich. Nee, wird nix. Deswegen, das haut nicht hin. Aber Quidia sollten wir hinkriegen mit Forgotten. Und Hart bis zum Herzen kommen sollten wir auch schaffen. Dann wäre es auch noch schön, Lamb zu besiegen. Also die Satan-Route zu gehen, wäre auch noch äußerst sinnvoll. So, also gerade bin ich so ein bisschen auch bei Forgotten hängen geblieben, weil ich, nachdem ich den jetzt kennengelernt habe, habe ich so ein bisschen Bock auf den tatsächlich. Nachdem ich da jetzt wieder begriffen habe, wie der denn eigentlich funktioniert, der Kollege. Oha! Interessanter Start. Interesting starter. So, was haben wir hier Hübsches? Oh, du warst schon mal interessant. Ja, okay. Wir gucken gleich mal hier rein. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so cool. Oh, aber scheinbar stackt der schon auch im Damage mit dem anderen Kollegen. Passage, ja, das, ja, okay. Was ist jetzt schlauer? Als Dings rausgehen oder als Dings rausgehen? Ich gehe mal als Dings raus. Leider noch keinen Schlüssel bekommen. Also jetzt müssen wir erstmal durch die Runde durchkommen. Na, so ist nicht gut. Oh, das war gar nicht gut. Ja, okay. Das starten wir gleich nochmal, glaube ich. Das war kein guter Start. Das war leider kein sonderlich brauchbarer Start. Vor allem habe ich jetzt halt mein HP hab schon wieder verloren. Eigentlich. Also, wir spielen mal weiter, wir gucken mal, was passiert. Ich mag das eigentlich nicht, wann es neu zu starten, wenn ich nicht einfach sterbe selbst. So, ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Damit kann ich auch leben. Interessant,
interessant, wie es manchmal einfach der Knopf ist. Jetzt immer rot. Okay. Ja, manchmal ist er rot. So wie auch die Tränen sozusagen auch manchmal rot sind. Oh. Chillig. Okay, komme ich da? Ja, natürlich. Ich schon wieder mit meiner Überlegung, ne? Furchtbar. Natürlich komme ich daran. Okay. Aber das war's schon wieder. Jetzt werden wir natürlich hier wieder das... Okay. Ich glaube nicht, dass wir 5 Münzen zusammenbekommen, aber Versuch macht klug. Ha! Wir kommen direkt in den Itemraum. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Ich hoffe, er ist es auch wert. Weiß jetzt nicht, das wird den Knochen nicht weiter interessieren, ne? Ja, naja, aber die Dinge interessiert das dann natürlich. Also damit könnte man wahrscheinlich besser arbeiten. Damit könnte man sicherlich besser arbeiten. Aber für den Knochen ist es relativ egal. Okay. Ich würde gleich noch die Bombe hier, weil ich es kann. Schade. Es war ein Versuch. Okay, gucken wir mal, dass das jetzt besser läuft als vorhin. Ich würde erstmal mit ihm kämpfen, solange bis... mein Knochenherz in Gefahr ist, dann würde ich wechseln. Ich denke, das ist eine ganz gute... Hallöchen! Taktik. Ja, jetzt nämlich. Problem ist halt nicht das, dass ich mit ihm nicht so wirklich die krasse Reichweite habe. Wenn da zu viel Müll rumkommt. Ja. Scheiße. Das war nicht, was ich wollte jetzt. Ah, das ist schon wieder Kacke. Das ist schon wieder Kack so. Nein! Lauf doch nicht da rein, du Trottel. Na, das ist jetzt schon wieder Müll. Warum die explodieren jetzt, ne? Aber das sollte doch jetzt auch so funktionieren. Aber wir haben halt jetzt kaum noch Erzen. Das ist... Ja, ich glaube, die explodieren. Da will ich... Ah, nee, die explodieren gar nicht. Ah, okay. Umsonst Panik geschoben. Ja, es ist... Es ist nicht... Es ist nicht so gut gelaufen. Es ist nicht so... Das ist jetzt scheiße. Ja, das wird nichts werden. Beim Jahr, sobald er so eine Kack... Ja, nee. Jo, moin. Okay. Sehe ich schon, ich muss... Ist, mit Range wird es jetzt auch nicht unbedingt gut laufen. Range wird sich jetzt halt nur auf den Geist auswirken. Dann gucken wir mal wieder, was hier drin ist. Ja, also da kann ich jetzt wirklich resetten. Ich meine, das ist jetzt Quatsch. HP-Abstart ist schon mal gut. Ein HP-Ab zum Start ist schon mal gut. Jetzt hoffen wir mal auf einen Schlüssel. Auf die Möglichkeit, hier einen Schlüssel zu bekommen. Schade.
Dann opfern wir wieder ein blaues Herz. Okay. Könnte... Oh, yes. Gute Sache. Gute Sache. Was opfer ich jetzt? Opfer ich jetzt ein halbes Knochenherz oder ein halbes... Ich opfer ein halbes blaues Herz. So. Okay, aber jetzt müssen wir erstmal spielen. Na gut. Soll er mal machen. Nein! War eine dumme Idee. War eine dumme Idee. Was zum tue ich? Oh. Nee, komm, habe ich schon keinen Bock mehr. Nachdem ich so blöd gespielt habe, habe ich schon wieder keine Lust. Das war schlecht. Das war richtig, richtig... Ja, komm, jetzt ist egal. Beim ersten Mal kann man es machen. Es war ein HP up, es war ein Damage down, Speed up. Ja, kann man mal probieren. Kann man mal probieren. Jetzt wäre es natürlich gut, das Herz auch zu füllen, was wir da bekommen haben. Da ist irgendwo eine Truhe aufgetaucht. Yes, nein. Oh, zwei Truhe. Die Divorce Papers, die habe ich erst letztens freigeschaltet mit Forgotten. Das ist natürlich cool. Das ist weniger cool. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Und wir werden ihn benutzen. Naja, es hätte besser sein können. So, was hast du für mich? Okay. Kann ich mitleben? So. Ja, naja. Problem ist halt, es ist das gleiche Problem wie sonst auch. Ich glaube, der explodiert, ne? Jo. Der auch. Auf den muss ich aufpassen. Ah, shit, die Reichweite ist noch ziemlich kacke. Ja, mach dich mal weg. So ist gut. Nee. Nee, nicht mehr spawnen. Nein. Ich möchte meinen Knochen jetzt bitte gerne behalten. Yes. Ciao. Okay, die Dinger als einzelnes Ding ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Die Münd... Könnte ich... Nein. Okay, es ist sehr angenehme Wellen gerade. Sehr angenehme Wellen gewesen, das sind. Was? Das waren sehr angenehme Wellen. So ist der Satz richtig. Ja, ich muss ja fast das Herz. Ich meine, ich... Oh, ich sehe, das habe ich gar nicht, den habe ich gar nicht realisiert, den Kollegen hier. Den Kollegen habe ich gar nicht, aber ich muss das Herz ja nicht, es ist halt... Nee, ich brauche mein, ich will mein Knochenherz schon, ich will... Aber danach hole ich mir die Divorce Papers. Nee. Solange ich noch nicht so viele blaue Herzen habe, traue ich mich eigentlich nicht. Scheiße. Nein. Mach nicht diesen. Na, gib ich. Scheiße. Nein!
Okay. Kann ich den jetzt erstmal loswerden, bitte? Shit. Das war nicht so geil jetzt. Nein! Es kann ja nicht sein, dass ich auf Basement schon zerlegt werde. Wobei das meistens ist beim Greed Mode, dass man am Anfang zerlegt wird. Und so das eigentlich mit die schwerste Phase am Anfang ist. Und dann, wenn man ein bisschen hochlevelt, dann wird es besser. Aber das ist schon wieder Kacke hier. So, Divorce. PhD wäre auch cool. Aber man kann nicht alles haben. So, dann haben wir jetzt nämlich das Mysterious Paper. Aber ach, das füllt das Knochenherz gar nicht. Ja, das ist ja kacke. Ich dachte, der füllt es dann auch. Der füllt das gar nicht. Also muss ich noch ein Herz kaufen, damit der das füllt. Das ist nicht gut. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber er ist halt noch nicht so... Oh, shit! Er ist halt noch nicht so nützlich. Der Geist. Solange der nicht ein bisschen Damage vorzuweisen hat, ist der halt leider... Shit, ich hab gehofft, da kommt ein Herz raus. Aber wie gesagt, solange der... noch nicht so viel vorzuweisen hat, ist der leider ziemlich useless. Ah, es ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich der Anfang das Schwierigste. Wenn man da mal ein bisschen drin ist, dann geht das mit der Zeit schon. So. Haben wir den. Dann haben wir nächstes Mal Engelraum. Leider kann ich hier nicht mehr holen. Hätte gerne PhD und so weiter mitgenommen, aber was nicht ist, ist halt nicht. Oh, Junge! Das lief ja nicht so gut. Was kriegen wir jetzt hier? Noch ein HP-Up. Aber die HP-Ups sind halt gar nicht mal so übelst gut. Geht's auf Risiko im Übrigen. Ich weiß, die können explodieren. Okay. Die HP-Ups sind halt gar nicht mal so übergut. Ach nee, komm. Ist doch nicht fair. Gib mir Geld. Ja, okay, gib mir Geld. Die HP-Ups sind halt gar nicht mal so übel gut. Weil ich die... Ah, nee! Weil ich die ja effektiv einfach wieder nur verliere. Scheiben. Honig. Ich hoffe, da ist ein Schlüssel drin. Ach, wisst ihr was? Das ist nichts zum Weiterspielen. Oh, gucke mal. Wir starten einfach wieder mit dem Ding. Das Problem ist halt, dass der auch einen Speeddown mit sich bringt. Das Stompy ist schon ganz cool, weil man dann hier im Shop eben so Zeug ab... Oha. Weil man dann hier im Shop das ganze Zeug abrennen kann. Oha. Was macht der denn, wenn ich... Oh, den mit Knochenkombination wäre eine interessante Geschichte. Würde ich gerne mal sehen. Super. Super. Jetzt muss ich da durchkommen. Oh, es ist doch schon wieder alles Müll. Ich habe nicht mal einen Schlüssel für den Itemraum bekommen. Und wir haben auch noch Burning Basement. So, das wird jetzt super unangenehm. Kann ich mit dem Geist eigentlich auch gratis stoppen? Müsste gehen, oder? Dann würde ich jetzt stoppen, sobald wir 5 Münzen haben. Dass wir erstmal den Itemraum untersuchen.
Oh. Okay, ich kann mit dem Geist nicht gratis stoppen. Ich dachte, mit Lost kann man das. Ah, vielleicht wegen dem Holy Shit. Nee, hä? Ach, was soll's. Gib mir einen Schlüssel! Okay. Guck mal hier. Das sprengen wir mal so, dass wir das hier alles mitsprengen. Stabil. Der jetzt schon rot? Okay, okay, okay. Dings Rage wäre auch eine coole. Oh, gib mir was Brauchbares. Ach, ich hasse dich. Okay, gib mir 5 Münzen. Ohne zu rerollen. Wobei, eigentlich darfst du auch rerollen. Hauptsache, du gibst mir Geld. PhD! PhD für 7. PhD für 7 ist gekauft. PhD für 7 ist gekauft. Auch wenn wir nicht viele Pillen bekommen, aber die wir bekommen, wären halt gut. Okay, wie wirkt sich das jetzt in Kombination mit meinem Knochen aus? Like. Yo! Den fühle ich. Kann ich das dann hier auch? Der macht normal Monstro. Ah ja. Der kann dafür jetzt nicht mehr normal schießen. Der kann nur noch Monstros lang. Er kann noch schlagen. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. So, dann gucken wir noch hier rein. Okay. Gehen wir halt mit dem halben Herz wieder raus. Moment, stopp. War nicht da oben? Ja, war da oben. Dann kann ich es nämlich so machen. Hol ich mir das halbe Herz hier gleich wieder. Na. Okay. Ich würde gern das kaufen und das hier. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Aber das müsste doch übelst Schaden machen. Oh, ich muss es aber voll aufladen, sonst geht's gar nicht. Okay. Aber es lädt sich zum Glück recht schnell auf. Ja, das ist cool. Vorsicht! So komme ich vor allem ziemlich schnell gegen die Gegner auch an und es wird nicht zu voll. Das ist schon ziemlich cool. Achtung, neue Gegner. Neues Knochen, aber das ist ohne. Das geht gleich kaputt. Ich hätte es nicht einsammeln dürfen. Das geht gleich kaputt. Das geht gleich kaputt, wenn ich nicht aufpasse. Ich hätte es nicht einsammeln dürfen. Scheiße. Nein! Mist! Mist! Ich habe nicht aufgepasst. Ah, ich habe mich zu sehr ablenken lassen von dem Knochenherz, was ich verloren habe. Das ist ärgerlich. Nein, das ist ein Rauch weg. Oh Gott, die explodieren. Oh Gott. Ich würde gern wirklich mit dem One weitermachen. Der One hat coole Sachen für mich noch auf Lager. Monstrous lang fühle ich hier an der Stelle echt extremst. Ich hätte gern wieder ein bisschen mehr Energie. Ah, ist kacke. Es ist wirklich ein bisschen kacke. Nein! Boah, ich dachte, der killt mich. So, weg mit euch. Ah, der lebt immer noch, okay. Jetzt nicht mehr. Okay, können wir beides kaufen? Nein, wir können aber erstmal das PhD kaufen. Eieieiei. Klepp-Party. Nützt mir überhaupt nichts. Blöderweise. Jetzt müssen wir mit dem Herz da durchkommen. Ja, es wird jetzt kritisch. Aber bosstechnisch dürfte das lang auch ganz cool sein.
Da wahrscheinlich sogar mehr. Ja, ja. Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Der macht rote Haufen. Rote Haufen sind nicht gut. Hast du es jetzt? Okay. Nicht nochmal. Lass mich in Ruhe. Einmal noch. Tschüss. Nein! Okay, er hat sich verabschiedet. Wir können gleich die Spritze noch holen. Dann müssen wir aber noch den Satan-Kampf schaffen. Weiß nicht, ob ich das riskiere. Aber ich meine, ich muss. Ich meine, ich muss da. Oh nee! Gib mir das. Gib mir das. Gib mir die Leber. Please. Oha. Eine ganze Münze. Wo bist du? Oh, du bist es. Okay, du bist es. Das sollte doch passen. Das sollten wir doch hinkriegen. Mit mehr Damage und so, ne? Nicht treffen lassen. Ganz wichtig! Nicht in den roten Haufen reinrennen. Auch ganz wichtig. Der erste ist weg. Der zweite verabschiedet sich auch gleich. So nicht. Aber so. Okay. Ja, wir müssen aber halt weiter, sodass... Ich krieg nicht mehr. Ich krieg nicht mehr. Das wird kritisch. Das wird sehr, sehr kritisch. Diesmal auf Gegner aufpassen. Nicht, dass da wieder was passiert. Ah, ein Herz wäre schon cool gewesen. Mann, die Lunge ist cool, aber, ne? Problem ist halt das. Ich sollte mehr mit dem Geist versuchen zu arbeiten. Ich muss mehr mit dem Geist versuchen zu arbeiten, sonst bin ich tot. Ich habe jetzt halt effektiv nichts. Okay, Tiersub ist schon cool. Ich glaube, damit kann ich auch ein bisschen schneller schlagen, wenn der Shot-Speed-Up hochgeht, oder? Bin mir nicht sicher, ob das daran liegt. Okay, das ist auch cool. Schade, ich habe gehofft, der Knochen kann was. Oh. Oh, okay, wir haben hier was zum Sprengen. Wir haben hier was zum Sprengen. Beides könnte cool sein. Der blaue Stein könnte cool sein. Und die Truhe. Die Truhe könnte halt ein Schlüssel, aber der blaue Stein könnte halt auch ein Schlüssel. Ist jetzt wieder schon brutal schwierig. Ich spreng die Truhe und hoffe, dass da ein Schlüssel rauskommt. Aber ich spreng die Truhe so. Wait a moment. Kann ich die Truhe so setzen, dass... Ich kann... Ja, kann ich. Es dauert jetzt zwar... Oh, wobei, kann ich die an der Wand entlang schieben und dann geht es schneller und besser? Effizienter? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Das hat doch gar nicht mal so lange gedauert. So, und jetzt müsste das doch funktionieren. Dass ich die Bombe einfach hier setze. Einfach alles mitnehme. Was mein Herz begehrt. Sehr cool. Sehr cool. So, was wäre das hier für ein Zodiac-Item? Was wäre das? Was wäre dieser kleine Kollege? Das wäre... Leo. Ah, nee, muss nicht. Nee. Nee, Leo muss nicht. Leo muss nicht. Das ist also vor allem nicht für Geld. So, sonst, ja, schon cool, aber nicht für Geld. So. Na, ist jetzt nicht so cool. Mann, wie funktioniert das Remote? Tier Detonation, was? Oh, ach, das ist das. Ist das... Kann ich das auch einfach einsetzen, wenn ich so... Also, ne? Also kann ich es auch jetzt einfach einsetzen, von mir aus? Und dann macht es einfach um mich rum? Ah, ne, ich muss die schießen.
Ich muss die schießen und dann kann ich die explodieren. Okay, 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 I see. I see. So, wir gehen aber vorher noch in den Raum hier rein. Sehr cool. Pheromones und infested. Okay. Jetzt müssen wir aber... Ah ne, ich habe ja... Ne, hier liegt dann... Hier fliegt dann ein Herz rum. Da oben. Dann kann ich das so machen. Okay. Ich würde jetzt fast sagen, wir versuchen einiges mit dem Geist zu erledigen, weil halt, ne... Ah, schwierig. Ist schwierig. Und dann würde ich mich fürs HP-Up entscheiden. Glaube ich. Es wäre halt besser, man entscheidet sich gegen HP-Ups und versucht einfach Herzen nicht zu verlieren. So, das wäre... Das wäre stabil. Leider funktioniert das nicht. Immer. So gut. Ja, ist kritisch. So, wir gucken mal, wann wir als erstes die Bombe einsetzen sollten. Jetzt ist es vielleicht ganz gut, dass die da am Rand schon mal weg sind. Yo, was ist das denn für ein Müll? Macht euch mal weg hier, Kollegen. Okay, der ist weg. Der ist auch weg. Sehr gut. Den hat es auch schön weggefetzt. Okay. 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 Okay, da wäre jetzt wieder eine Explosion ganz nett. Hätte ich gesagt. Das Schöne ist halt... Oh Gott, hier wäre jetzt auch eine Explosion ganz nett. Wow. Also solange das erste halbe Herz nicht von ihm drauf geht, lasse ich den Knochentyp spielen. Oh, das war's schon. Das war's schon. Wir können kaufen. Wir können kaufen. Ihr schlagt mich, wenn ich das HP abnehme, ne? Aber ich brauche Herzen. Es hilft nichts. Ich muss Herzen und ich muss sie behalten vor allem. Das ist wichtig. Ich muss die Scheiße halt auch behalten. So, jetzt nicht treffen lassen, dann ist alles cool. Ich sehe ja, wo der trifft. Also das dürfte eigentlich... Ja, okay, das hat doch schon mal gepasst. Ja, das ist doch ganz gut. Das ist doch mal ein ganz guter Kampf hier. Das passt doch so. So kann man das doch anbieten. So. Vor allem Monstrous Lunge und die Explosion ist eigentlich wirklich eine nette Kombination. Muss man einfach mal so sagen. Muss man einfach mal so sagen. So, 14 Münzen. Wir kriegen keine Münzen mehr, das ist klar. Ich überlege nur, ob ich jetzt das blaue Herz, aber nee, ich meine, dann sammle ich lieber. Ich habe schon einen Schlüssel, habe ich auch. Also das würde ich sagen, passt so. Dann schauen wir, dass wir jetzt noch hier den Deal freischalten. Na, das sieht doch ganz gut aus. Wir kriegen einen Engel-Deal. Wir kriegen einen Engel-Deal. Und ich hoffe, ich behalte mein Knochenherz. Dann wäre ich schon mal happy. Wow, der hätte mich fast nochmal erwischt. Okay, so, was kriegen wir jetzt hier Hübsches? Das ist dieses Dings und der, die... was ist denn da jetzt besser? Also ich frage mich gerade Folgendes. Wenn ich gegen das Prisma schlage, einfach nur schlage, ohne jetzt diesen... Ich würde sagen, zusammen mit Monstrous Lunge und der Explosion und so weiter, ist das Prisma effektiver. Oder was meint ihr? Meint ihr, die Viecher zu haben als Hilfe ist schon cool? Definitiv ein cooles Item. Lasst mich kurz drüber nachdenken und einmal nachlesen.
dass ich auch sicher gehe. Ich weiß, was beide Items machen, versteht mich nicht falsch. Aber ich würde gerne gucken, ob es irgendwie... Ja, aber die... Das Seven Seals, das... Das Seven Seals klingt für mich nicht so attraktiv wie das Prisma. Ich glaube, das Prisma in Kombination mit Knochen könnte ganz cool sein. Lasst mich das mal kurz lesen, was genau das Prisma macht. Ob das auch den Damage erhöhen kann? Oder ob das nur so praktisch mehr macht? Weil so wirkt's, so hat's bisher auf mich gewirkt, dass es einfach nur, ja, quasi mehr macht als vor. Mensch, wo ist denn das wieder? Ich tippe jetzt Prisma ein. F. Muss doch irgendwo... Das heißt nicht mal Prisma. Oh Gott, wie finde ich denn den Quatsch jetzt? Wie heißt du denn, du komisches Item? Ach, ich tippe Angel ein, weil es ein Angel Room Item ist. Dann sollte ich es irgendwo sehen. Besser. Ja, genau. Ach, es heißt Prism und nicht Prisma. Isaac Tears Path Through the Prism Split into 4 Multicolored Tears. Also es splittet sich einfach nur auf. Aber das Aufsplitten... Aber Tears, die halt durchgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Knochen dann... Na, es ist... Wir probieren es aus. Scheiß drauf. Wir probieren es aus. Ich nehme es mal mit. Wir gucken mal, was passiert. Ich könnte mir schon vorstellen... Okay, also der Knochen selbst, der Schlag erreicht es schon mal nicht, aber wenn ich jetzt sozusagen... Ja, das meinte ich. Das meinte ich, ne? Also das funktioniert schon. Aber ich muss es halt wirklich treffen. Okay. Aber womit ich es dann immer treffe, ist natürlich die Explosion. Egal in welche Richtung ich schieße. Ja, okay. Ich denke, es ist effektiver als das Harbingers Ding. Denke schon. Ich würde jetzt die Münzen auch so lassen und nächstes Mal was Sinnvolleres kaufen. Bisher sind die Sachen, die jetzt hier sind, nicht die coolsten. Da kann man noch dran arbeiten. Okay. Gut. Gucken wir mal weiter. Ich finde die Kombination, die wir gerade haben, finde ich äußerst, äußerst interessant. So, Schlüssel haben wir auf jeden Fall. Damage up. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall ganz wichtig. So, dann Schlüssel und ein Familiar. Na gut, ist jetzt nicht das Genialste, aber es ist jetzt auch nicht das Schlechteste Familiar. Also den hier würde ich noch lieber wählen als jetzt Border Bobby zum Beispiel. Ne? Huch, was ist passiert? Weiß nicht, was gerade passiert ist, aber es ist gerade was passiert. Aha, hier sind so richtig viele. Ach, da ist wahrscheinlich eine Bombe explodiert. Okay, alles klar. Dann war da wohl eine Trollbombe oder so. Oh mein Gott, ich kriege ihn nicht, ne? Oh, da ist wieder ein Tears-Up dabei. In Kombination mit blauen Herzen. Gehen wir erstmal hier rein. Ja gut, das Blöde ist jetzt, ich kann das Herz nicht mitnehmen. Ich kann es aber jetzt auch nicht hier einsammeln. Oh, das Coole ist, der Dings schießt ja auch dann manchmal dadurch. Ach komm, das war doch kompletter Müll hier wieder. Na gut. Ja, ich kann hier nichts mitnehmen. Also Das war jetzt nur ein Verlust. Aber gut. Kein großer Verlust. So. Das ist Squeezy, ne? Squeezy ist ein Tears-Up. Squeezy ist ein Tears-Up. Und gibt es mir direkt blaue Herz oder lässt es die, droppt es die? Plus 2 Soul Hearts. Ja, droppt es die oder gibt es mir die? Bin mir unschlüssig. Ich
bin mir etwas unschlüssig. Na gut. Was bist du nochmal? Das ist irgend so ein Glitch. Der kostet gerade 7. Okay, es ist nicht irgendein Glitch. Oh, wie heißt das Ding denn? Error? Keine Ahnung. Nee, Error heißt es auch nicht. Es ist eins von den ersten Items. Das müsste ich in der ersten Liste finden. Ich finde es nicht in der ersten Liste. Dann ist es ein... Ah ja, da ist es. Ach, Bug heißt es. Nicht Glitch, Bug. Passiv. GB Bug is now a thrown projectile activated by double tapping and an attack button. It rerolls enemies and pickups it comes into contact with, then despawns. It returns after a room has been cleared. Nee, das klingt nicht so gut. Das lassen wir mal lieber. Das klingt nach ungünstigen Dingen. Ja gut, dann können wir gerade noch nichts kaufen. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das hier... Aber ich glaube, mit dem Tiersub kann ich schneller aufladen, ne? Ich würde schon... Ach komm, scheiß drauf. Yes. Ich hoffe jetzt nur, es füllt mir nicht die Herzen auf, sondern es lässt sie liegen. Ja, perfekt, perfekt. Dann kann ich mir die nämlich nachher holen. Und kann ich jetzt schneller aufladen? Ja. Ja, deutlich. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist schon wert gewesen. Okay, so. Rein in den Kampf. Mit Glück treffe ich ab und zu mal durch das Prisma. Ist jetzt nichts Gezieltes, was ich machen werde. Oh mein Gott. Ist jetzt nicht gezielt. Manchmal habe ich Glück und manchmal nicht. So ganz einfach ist das. Oh, ich mache hier gerade Viecher klein teilweise. Hilfe. Das ist gar nicht gut. Oder passiert es einfach... Hat es mit mir zu tun? Ist das ein Effekt von mir? Ich hoffe nicht. Okay. Der ist gefährlich. Weg mit dir. Der ist immer noch gefährlich. Nice. Das Schöne ist ja, dass ich mit jeder Wave das Ding eh schon direkt auflade wieder. Okay, das lief doch ganz gut. Das lief doch ganz ordentlich. So, was ist jetzt da aufgetaucht statt Dings? Es ist, glaube ich, ein Range-Up. Brauchen wir ein Range-Up? Ich würde fast sagen, nee. Will ich rerollen? Ich würde sagen, auch nee. Ich glaube, wir nutzen dann den nächsten Shop wieder. Jetzt haben wir da zwei Herzen zwar liegen, aber ich glaube, wir nutzen dann den nächsten Shop wieder. Jetzt gucken wir mal, was noch alles so passiert hier. Yo! Den hat's einfach weggefetzt. So gefällt mir das. Jo, das ist aber, was ich meine. Wenn's mal läuft in diesem One, ne? Dann läuft's. Jetzt könnten wir trotzdem rerollen. Aber ich will eigentlich... ich will nicht rerollen. Das ist irgendwie in meinen Augen immer so ein bisschen Geldverschwendung. Was ist aufgetaucht? Was ist aufgetaucht? Ah, schade. Aber wir gehen rein. Nichts zum Kaufen. Nichts zum Kaufen. Und wieder raus. Okay. Nee. Kaufen können wir dann im nächsten Shop. Jetzt liegt hier halt das eine Herz umsonst rum. So, ich kann es nicht ändern, aber es ist halt so. Ich denke, sonst haben wir hier alles getan, was wir tun wollten und konnten, ne? Ja. Ja, ja, passt schon. Passt schon. Weiter. Weiter. Wir gucken, was noch kommt. Ja, ich weiß, am Anfang habe ich PhD gekauft und war da eine Pille zum Kaufen noch? Nee, war nicht mal eine Pille. Komm, Abflug. Aber sollten wir halt eine Pille irgendwo bekommen, dann wäre sie gut. Ist eigentlich, ist es wirklich, also PhD ist wirklich so ein bisschen, braucht man eigentlich nicht unbedingt, aber vielleicht kommt noch irgendwann was Cooles. Wir werden sehen. Oh, Scared Room.
Okay. Pillen! Ja, gut. Ja, gut. Jetzt ist es gut, dass wir das Pillending haben. Siehst du? HP ab! Aber das macht, glaube ich, nur das Knochending hin, ne? Ich muss dann. Ich warte mal kurz mit dem HP ab, ob Herzen zum Kaufen im Shop sind. Dann würde ich es gleich einsetzen, sonst würde ich damit warten. Ich glaube, das macht nur ein Knochenherz draus. Ich glaube, das gibt mir nicht sofort Dings. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall. Kann ich es einsetzen? Ja, genau, ne? Das macht nämlich genau deswegen. Das macht nämlich nur den. Okay, cool. Bitte nicht das Ding da unten öffnen. Ich drehe dann ein bisschen am Rad, wenn das passieren sollte. Bitte nicht den Dings öffnen. Okay, cool. So. Wenn wir getroffen werden, lädt das Boom-Ding schneller auf oder so? Nee, ich glaube nicht. Das ist so ein Lack-Up plus Schlüssel, ne? Ich glaube, zwei Schlüssel dann für 15. Ah, ist vielleicht auch nicht. Der Kreisel, den hatten wir schon mal. Ich lese jetzt auch mal kurz, was der Kreisel kann. Der macht mich nämlich schneller und dann bin ich damit mal da sofort draufgegangen, dass wir den schon mal hatten. Wäre aber ein Active-Item, also ich müsste dann die Detonation hergeben. Blocks enemy shots and deals contact damage. Nee, das klingt für mich nicht so. Nicht so. Also in der Kombination vor allem klingt es für mich nicht so. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Yo! Gib mir blaue Herzen, Kollege. Okay, so, und dann machen wir jetzt das nächste HP ab. Und können dann hier das gleich auffüllen. Sehr schön. Gut, dann gehen wir auch gleich wieder hier rein. Erstmal Feuer loswerden. Oh my goodness! Wir sind in Scared Room. Ich glaube, da kommen die... Entschuldigung. Ich glaube, da kommen zwei Boss-Items. Zwei Boss-Items. Nice. Nice. Ich krieg einfach zwei Boss-Items. Ja, gib mir das. Sehr geil. Sehr geil. Okay. Okay. Ich denke, jetzt könnten wir wirklich ein bisschen rerollen. Ich würde jetzt wirklich mal ein bisschen rerollen. Wir rerollen mal mit einer Bombe. Vielleicht kriegen wir hier noch eine Münze raus. Oh, hat nicht ganz das gebracht, was ich wollte. Da ist dieses Ding. Das war die Guillotine. Die macht mehr Schaden. Da muss ich halt aufpassen. Mein Kopf schützt mich, mein Körper ist noch verwundbar. Ich weiß nicht, ob das so cool ist in Kombination. Ich weiß nicht, ob das so cool... Oh, ich würde es gern ausprobieren. Ich weiß noch nicht, dass der Kopf dann genau mit dem Ding so, ne? Wird das gut gehen oder nicht? Ah, ich hasse das. Ich hasse diese Überlegungen, die mir den Run versauen könnten.
Aber ich meine, es kann jetzt ja... Eigentlich war das einzige Problem damals dieses Fliegen bei Beast. Da bin ich ein bisschen unklar gekommen. Somit. Ich würde sagen, wir probieren es aus. Scheiß drauf. Ne? So, ich muss beim Körper aufpassen und der Kopf schießt halt jetzt. Das Coole ist, der Kopf... Ja, doch. Ich glaube schon, dass das ganz interessant ist. Ich glaube, das hat was. Ich glaube, das hat was. Oh, wisst ihr, was wir machen könnten? Ist das dumm jetzt, das... Wartet mal, ist das jetzt dumm, was ich überlege? Ich könnte mir so, also circa... So ungefähr 9 Münzen für ein Satan-Deal-Item? Was meint ihr? Ha! Es war nicht mal 9 Münzen! Es waren nicht mal 9 Münzen. Ja, stabil. Ja, richtig stabil, würde ich sagen. Ja, richtig stabil. Das waren jetzt im Prinzip... Ja, gut, jetzt waren es doch 9 Münzen, weil ich wieder aufgekauft habe. Aber der Plan hat funktioniert. So. Oha. Damit habe ich nicht gerechnet. Vor allem das Tier-Sub ist jetzt... Das Tier-Sub ist jetzt nice. Der Damage ist jetzt nice. Range ist nice. Das gefällt mir echt gut. Gerade mit dem neuen Damage, den wir jetzt dazu bekommen haben. Scheiße. Nicht das Knochenherz verlieren. Mist. Ah, war ein bisschen ärgerlich. Mit dem Knochenherz war ein bisschen ärgerlich. Ein Knochenherz weniger. Aber ich würde jetzt hier tatsächlich schon wieder nichts kaufen. Nee, ich kaufe hier nichts mehr. Wir warten auf bessere Items. Wir warten auf bessere Zeiten. So ein Ding ist das. Ah, die hab ich nicht gut gesetzt. Die habe ich nicht gut gesetzt. Gebe ich zu, aber macht gar nichts. Wir ziehen hier einfach durch. Sehr geil. Sehr geil. Okay. Und die letzte Geschichte noch. Ja, wo denn? Ach so. Ich glaube, ich habe nicht einmal getroffen. Ah, scheiße. Noch ein Treffer und mein Knochenherz hat sich verabschiedet. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Okay. Aber wenn ich hin und her laufe, dürfte mich die eigentlich nicht ständig erwischen. Ah, der hat den abgeschirmt, der andere. Das war frech. Sehr nice. Es ist nur noch der eine übrig, ne? Ja, okay. Passt. Engelraum. Okay, ich habe Fragen. Funktioniert die Stairway to Heaven im Shop? Also funktioniert die im Greedia Mode genauso? Dass am in der ersten im Startraum
jetzt ich in den Engelraum komme, in den Engelshop? Es ist ja Starting Room. Wir sind jetzt, wir kriegen noch zwei solche. Wir kriegen zwei solche. Ich hoffe, der funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, der funktioniert so. So, zur Sicherheit fülle ich noch kurz mein Herz auf. Dann geben wir aber kein Geld mehr aus, weil das nächste Geld werden wir hoffentlich im Engelraum ausgeben dürfen können. Wollen. Vielleicht noch Geld hier holen. Okay, kein Geld mehr. So, ich hoffe, es funktioniert. Wenn jetzt keine Stairway kommt, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber wäre eigentlich frech. Okay, da ist sie. Gleich hoch, sonst ist sie weg. Oh ja, 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 ja. Das ist schon mal sehr nice. Ja, gut, das, ich meine, ich werde es höchstwahrscheinlich verlieren, aber für 5 Münzen es mitnehmen. Ich kann es nur jetzt mitnehmen. Ich komme nicht mehr hier rein. Ich muss es jetzt mitnehmen. Ich kann nur versuchen, es zu behalten. Ich kann nur versuchen, es zu behalten. So, das ist das Ding. Ich kann nur versuchen, es zu behalten. Okay, was ist das? Bevor ich das einsammle, gucke ich nach. Sieht aus wie eine Tretmine. Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Kein Repentance-Item. Wenn es ein Rebirth-Item ist, dann fresse ich einen Besen, glaube ich. Nee, also es. Also Rebirth, ich würde sagen Afterbirth. Ich würde sagen Afterbirth. Ja, Afterbirth. Ach, Analog-Stick. Plus 0,35 Tiers ab. Allows you to fire tiers diagonally by holding down two of the fire buttons at once. If you are using a gamepad, this item allows you to fire in any direction. Ah, okay, der Analog-Stick. Da ich ja eh auflade, dürfte es egal. Also es dürfte mir jetzt nicht schaden. Es dürfte mir jetzt nicht schaden am Ende. So, ich kann noch ganz normal schießen. Kann jetzt halt auch. Ja, okay, ich verstehe. Kann jetzt nach überall, kann ich jetzt. Meinetwegen. Okay, kann man anbieten. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir jetzt dieses. Dieses Geschenkding, was irgendwie, glaube ich, so war, dass wenn man es in dem Raum, in dem man es einsetzt, von dem Pool kommt dann was raus. Ne? Verstehe ich das dann richtig, dass es gut wäre, das im Curse Room einzusetzen? Weil ich da einen besseren Pool habe als im Shop? Verstehe ich das richtig? One-time-use-item that spawns a random item from the current room's item pool. Achso, es kann aber auch Lump of Coal oder The Poop spawnen. Ja, okay. Aber ich würde es jetzt einfach mal im Curse Room einsetzen. Wobei nachher kommt so ein Quatsch wie Nine Lives, Dead Cat meine ich. Vielleicht seit. Aua, Entschuldigung. Vielleicht setze ich es im Item-Room ein? Ist es besser als im Shop-Room? Ich setze es im Item-Room ein, was soll's. Ich setze es im Item-Room ein. I don't care, wir probieren es aus. Jetzt habe ich es eh schon gekauft. Na gut. Noch ein Kollege mehr, kann man doch machen. So, jetzt brauchen wir dich wieder. Und jetzt müssen wir hier mit ihm hier wieder da reingehen. Ach, er hat jetzt auch so ein Ding außenrum. Das ist schon wild.
Aber bin ich jetzt... Ah ja. Drowsy würde ich mitnehmen. Nehmen wir Drowsy mit für den Endkampf. Drowsy für den Endkampf. Klingt gut. So. Vielleicht wäre es jetzt gut, damit wir das weiße Herz behalten, möglichst viel mit dem Geist zu spielen. Ich muss halt gucken, wie das funktioniert, so wegen Reichweite, ne? Das ist das Ding. Aber ich würde es mal probieren. Das Ding ist ja, um mich herum ist ja eigentlich alles langsam. Also das geht ja mit mir mit. Ja, wir gucken mal. Hier liegt schon mal ein blaues Herz rum, falls es schief geht. Scheiße. Das war zu bald. Die Masken müssen weg. Okay, ich muss wechseln. Ja, es war dumm. Ja, war nicht meine beste Idee, mit dem Geist zu kämpfen. Weil jetzt ist alles weg. Das Soul Heart ist weg und... Ja, ist kacke. Ja, war nicht meine beste Idee. Ich hätte es lassen sollen. Ich hätte es lassen sollen. Gebe ich zu. Okay. Kämpfen wir erstmal weiter. War nicht meine beste Idee. Wir hätten das so lassen sollen. Na gut. Ich hätte einfach genau diese Taktik weiter behalten sollen. So Knochen aufteilen. Das wäre wirklich am effizientesten gewesen. Man muss überhaupt nicht unbedingt übertreiben. So, wäre einfach nicht notwendig gewesen. So, das ist das Ding. Seht ihr, das funktioniert. Ich hätte nicht den Knochen... Also ich hätte den gar nicht bemühen dürfen. War Quatsch. Es war einfach Quatsch. So, wir warten kurz, bis Boom aufgeladen ist. Und dann gehen wir in die Deal-Phase rein. Tschüss. Okay, Satan-Deal. Schade. Kein Engel-Deal, aber wir gucken natürlich rein. Vielleicht ist ja was Brauchbares dabei. Ja gut, das Ding ist, der ist ja wieder weg, wenn ich rausgehe, ne? Sonst würde ich natürlich den Bettler versuchen. Aber wie gesagt, das Problem ist... Ja... Ich kann halt jetzt nicht den Trick machen mit dem Aufladen zwischendurch wieder. Das, was ich nicht konnte. Okay. Das Ding ist, das nächste ist die Shop-Ebene. Und da brauchen wir keinen Schlüssel mehr. Ich gebe jetzt aber auch kein Geld aus, weil ich ja noch einen Engelraum-Shop bekomme. Und den will ich ja natürlich nutzen, den Engelraum-Shop. Schauen wir mal, ob es gut geht. Ich bin noch nicht vollständig überzeugt, muss ich gestehen. Ja, okay. Weiß jetzt nicht, wie sich Smite auf die Knochen noch auswirkt zusätzlich, aber normalerweise ist es geil. Ja, das ist definitiv geil. Vor allem Smite ist doch dann jetzt auch beim Geist drauf, ne? Ja, jetzt haben alle Smite. Okay, cool. So,
So, was haben wir hier an? Okay, da ist nochmal ein HP ab. Oh, nice. Und vor allem ist hier Stuff. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich mir das HP ab jetzt aber gleich holen. Und, ja, aber ob ich es mir jetzt gleich hole oder später hole und jetzt verliere und dann verliere, macht ja keinen Unterschied, oder? Der Brainworm. Der ist auch nochmal normalerweise cool. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier in der Kombination auch noch cool ist. Aber eigentlich ja. So, wir gehen hier rein natürlich noch. Okay, zwei Bomben. Das war es dann leider auch schon. Gut. Das Problem ist, wir kriegen keine weiteren blauen Herzen mehr, aber damit muss ich jetzt leben. Damit muss ich jetzt leben. Gut, wir gucken, wie es läuft. Wir gucken, wie es läuft. Ich bin gespannt. Also man muss halt ganz ehrlich sagen, die... Oh mein Gott! Jo, das leckt böse. Holy moly. Ach, die kann ich gar nicht abschießen. Ich muss gegen sie. Oh mein Gott, das leckt böse. Smite und das leckt in Kombination übelst. Bruder. Smite bringt das Spiel immer böse zum Laggen. Das ist so krass, wie Smite das Spiel immer böse zum Laggen. Holy shit, Mann. So, jetzt ganz schnell Herz auffüllen. Dass wir hier nicht mein HP verlieren. Okay. Ja, an sich ist das hier alles nicht so. Ich meine, ich kann ja nochmal rerollen dann. Ich kriege ja noch ein paar Münzen. Also einmal rerollen mit einer Bombe wäre auf jeden Fall drin. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie der Rest läuft, weil vielleicht muss ich auch die Herzen dann aufkaufen. Sheesh. Ich bin echt gespannt, wie sich die Geschichte damage-technisch bei Dings auswirkt, wenn es erstmal wieder alles so ein bisschen runtergeht. Please don't kill me. Also killen sowieso nicht, aber please don't hit me. Erstmal überhaupt nicht. Nice. Okay. Ja, also wir werden auf jeden Fall rerollen, aber vielleicht erstmal mit Münzen rerollen. Jetzt spielen wir erst noch eine Runde weiter. Ich muss im Moment auch nichts auffüllen. Jetzt gehen wir noch in den Deal. Wo ist er? Was ist hier? Wo? Okay, da. Engelraum! Es ist noch ein Engelraum. Muss ganz kurz beides nachgucken. Ich meine, das eine war der Schild. So ein Schutzschildviech. Dings. So, Angel als Suchbegriff, dann geht's schneller. So, da haben wir einmal. Genau, Celtic Cross. Upon taking damage, you have a 20% chance to get invulnerability shield for 7 seconds. Also 7 Sekunden lang unverwundbar sein. Bei 27 Luck würde das sich immer wieder aktivieren. Okay. Ist eines der Items, um Seraphim zu werden. Haben wir schon ein anderes Item, was mich zu Seraphim macht? Ist Smite eins, was mich zu Seraphim macht? Nein, ist keins. Okay. Ist das Prisma eins?
Nein, ist auch keins. Okay. Dann haben wir, glaube ich, kein Engel-Item, was mich zu Seraphim macht. Also, das wäre jetzt so eine Überlegung gewesen, aber dann glaube ich das nicht. So, und das andere Ding ist Act of Contrition. Ein Eternal Heart 0,7 Tiers up. Erlaubt Angel Rooms aufzutauchen, selbst wenn ein Devil Deal vorher genommen wurde. Okay, also die Frage ist, will ich ein HP up mehr und ein Tiers up mehr? Oder will ich die Chance auf Schutz? Aber das muss halt nicht auslösen, so 20%, ne? Was ist im Moment unsere Luck-Stat? Wir sind bei, ja, 2. Ich bin ganz ehrlich, dann würde ich lieber das Herz mitnehmen. Und es ist ja nochmal ein Tiers-Up. Kann ich überhaupt noch, kann mein Tiers-Up oder ist mein Tiers-Up am Cap? Ich glaube, das kann sich noch schneller aufladen dann, oder? Wir gucken mal, was passiert. Wenn es dumm ist, dann war es dumm. Dann tut's mir leid. Nein, es ging hoch. Plus 0,3 jetzt. Ja, es geht noch schneller. Sehr geil, sehr geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Bomben zweimal passend setzen. Eine Bombe. Schade. Noch eine Bombe. Okay, war ein Versuch. Gut. Dann jetzt nochmal eine Bombe. Wobei, wir können erstmal mit Münzen. Wir können erstmal mit Münzen rerollen und gucken, was rauskommt. So bis 15 kann ich eigentlich runtergehen. Chaos nützt mir überhaupt nichts, aber ich nehme noch ein HP-Up mit. HP-Up kaufen geht immer. So, gar keine Frage. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt so. Dann haben wir volle Herzen. Also mit dem Knochentyp haben wir dann volle Herzen. Mit dem Geist nicht, aber mit dem Knochentyp haben wir volle Herzen. Und vor allem, ich werd das Spiel gleich so kaputt legen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das gleich abschmiert. Wir werden sehen, was passiert. Drückt mir die Däumchen. Aber es sind die ersten Items. Die ersten Items gewesen. Monstrous Lo. Nein, es gibt doch mal einen. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, hier gibt es auch noch mal einen. Ah, seht ihr, was mir jetzt geht? Oh, das ist ärgerlich. Ach, das ist ärgerlich. Ach, das ist ärgerlich. Na gut, komm, dann nehmen wir das blaue Herz und mehr geht leider nicht. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Na gut, es ist so. Es ist so. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Also ich kann damit leben, aber es ist halt ärgerlich. Hätte ich dran denken können. Hätte ich dran denken können, habe ich nicht dran gedacht. Tut mir leid. So. Alter. Diese Lags, ne? Es ist so insane. Ach, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ja, komm, aber die machen wir mit einem so Ding machen wir die einfach weg. Keine Münzen für dich, mein Freund. Keine Münzen für dich. Ach Mann, aber ich hätte das jetzt so gerne gekauft im Engelraum. Das wäre so ein geiles Item nochmal gewesen zusätzlich. Ja, was sonst. Es ist jetzt nicht so, dass es notwendig ist, ne? Aber es wäre halt cool gewesen. So ein Ding ist das. So.
Die erste Phase ist down. Schauen wir, wie Greedia läuft. Ist ja kein einziges Mal Schaden genommen. Nicht einen Schaden kassiert. Nicht einen Schaden kassiert. Und wow, sie halt dazu noch, ne? Alles ist langsamer. Aua. Da haben wir den ersten Treffer kassiert. Ups. Ah, das war zu bald. Den habe ich verschenkt. Ach, was ist denn das? Die fallenden Münzen explodieren. Das habe ich noch gar nicht realisiert. Ansonsten. Interessant. Ah ja, tatsächlich, die explodieren einfach. Cool. Junge! Diese Lags sind echt insane. Das ist einfach zu viel für Isaac. So, der Geist will auch mal noch ein bisschen spielen. So, tschüss. Dad's Wing gehört mir. Sweet. Da ist er. Ey, wir können ganze 4 Münzen einzahlen. Zum Glück haben wir das schon fertig. So, hier, bitteschön. Friss das. Puh. Okay. Ja, die ersten Ones liefen nicht so gut, aber dann hatten wir halt genau das, was ich meinte. So, die erste Ebene muss gut laufen und dann läuft. Ich hätte gerne gesehen, was jetzt passiert wäre, wenn wir noch das Herz aus dem Engelraum dazu gekauft hätten. Aber da habe ich nicht nachgedacht, dass der natürlich nochmal kommen kann. Zum Glück war es kein, kein One-Breaker. Das wäre ärgerlich geworden. Aber alles gut. Alles gut. Monstrous Lunge und Forsaken wahrscheinlich. Und Forgotten. Insane Combo. Und dann noch die Explosionstiers. Ich glaube, Monstrous Lunge alleine wäre es nicht unbedingt gewesen, aber die Explosionstränen dazu. Insane Combo. Richtig cool. Und dann noch das Prisma. Also, da kam zusammen, was zusammengehört. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.